Boah. Leute, das ist so krank, ehrlich. Diese Kombination. Ey, Leute, diese Kombination ist einfach nur komplett bescheuert. Ehrlich jetzt. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Bloons Tower Defense 6. Heute, liebe Freunde, möchte ich den sogenannten Ninja-Affen euch ein bisschen, ja, wie soll man so schön sagen, etwas ausprobieren. Und zwar habe ich mich schon immer gefragt, was dieser Ninja-Affe an sich nur ganz alleine machen kann. Ja, ganz alleine machen kann. Ich weiß, dass dieser Ninja-Affe durch Shuriken und so sich mit anderen Shuriken und so extrem helfen und, ich sag mal, auch andere gut killen kann und so, aber das hat mich extrem interessiert. Und es ist ja auch so, dass auch der Ninja-Affe, falls ihr euch damit natürlich besser auskennt als ich, sogar auch sehr, 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 sehr gut gegen DDTs auch sozusagen wehren kann. Und ich habe das auch, ehrlich gesagt, durch ein Tutorial von einem anderen amerikanischen YouTuber gesehen. Der hat wirklich nur mit dem Ninja-Affen, ich weiß auch nicht mehr, welches Video das war, sonst hätte ich das irgendwie hier eingeblendet, aber der hat wirklich nur mit Ninja-Affen Level 100 geschafft. Und das ist so krass. Also, das ist heftig. Und da frage ich mich, wie das gehen soll. Weil der ist einfach wirklich sehr, 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 sehr stark. Das muss man einfach sagen. Okay. Machen wir mal hier Shuriken. Zack. Jetzt haben wir Angriffsreichweite erhöht. Wenn die hier gleich durchkommen, dann werden die sowieso kassieren. Zack, 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 zack. Guckt euch mal an, wie schnell der alleine schon ist. Guckt euch mal an, wie schnell der schon. Der sieht so geil aus. Und das ist auch, jetzt kann man so sagen, ihr habt ja wahrscheinlich die Folge auch mit den Sniper Elite gesehen, die ich auch einfach übelst liebe. Aber ihr seht jetzt hier an der Stelle definitiv, wie geil. Ach, guck mal, hier ist sogar eine Uhr unten. Hier ist sogar eine Uhr unten. Wie geil ist das denn? Aber ihr seht hier an der Stelle ganz klar, wie geil eigentlich, ja, der Ninja-Affe ist. Zack, 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 zack. Der hat's übelst drauf. Der hat übelst drauf. Der hat's richtig drauf. Und das jetzt mal nur für den Anfang. Wir sind schon fast bei Level 10. Also bei Runde 100. Ach, Runde 100 sage ich, bei Runde 10. Da muss ich einfach Props auf jeden Fall sagen, ja. Das ist ganz ehrlich. Jetzt übelst drauf. Das geht ruckzuck hier. Und ich will auf jeden Fall den mal, ja, so gut es geht, dann halt auch schon. Guckt euch das mal an, wie krank. Ja, es ist so geil. Der Ninja-Affe ist einfach unnormal geil, ehrlich. Und ich hab nicht mal einen Helden, Leute. Ich hab nicht mal einen Helden. Also das ist krank. Ich hab nicht mal einen Helden. Und ich werde, und ich habe mir auch vorgenommen, das ist so, muss ich euch einfach mal sagen, ich habe mir vorgenommen, auch die, ich habe ja, um ehrlich zu sein, schon eine Folge gemacht, da müsst ihr auf jeden Fall auf meinen Kanal mal gehen. Ich habe schon bereits eine Folge gemacht, wo ich einfach die Affen unterschiedlich ausprobiere, also die Ninja-Affen. Ich habe nur einen mit, sozusagen nur mit 1, nur mit 5-0-0-0 geskillt, also 4-0-0-0 oder 3-0-0, ne, genau so war das. Dann einen halt nur mit dem mittleren. Dann einen halt nur mit unteren. Der untere ist natürlich ultra stark. Das weiß ich auch gegen DDTs und so. Das weiß ich, das ist mir bewusst. So, und hier kann ich auf jeden Fall mal so Bananenstauden machen. So ein paar Plantagen, um ein bisschen Bananen zu farmen. Die sind schon stark, muss man einfach sagen. Also, das ist schon krank. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Das Witzige ist, schaut euch mal bitte die Zeit an. Die Zeit geht eigentlich ganz normal weiter, aber je mehr wir sozusagen diese Blumen sozusagen erwischen, desto, ja, problematischer ist es irgendwo. Zack, 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 zack. Okay. Hier machen wir Bananenplantage natürlich erhöhen. Wir haben zwar gar nichts jetzt, aber trotzdem ist es nicht so tragisch. Und ich werde als nächstes dann auch mal vielleicht Obi mal machen, so dass wir einfach mal schon mal, ja, einen Helden haben. Aber wie gesagt, ich will euch eigentlich nur damit zeigen, wie stark eigentlich dieser Ninja-Affe ist. Ich sag's euch ganz ehrlich, der wirft gleichzeitig 5 Shuriken. Was meint ihr, was dann passiert? Das ist krank.
Das ist wirklich krank, Leute. Er hat jetzt nur nicht so viel Erfahrung, ich weiß das. Ich weiß, dass ich das skillen muss. Kommt aber daher, weil, und das finde ich auch voll schade, ich habe mal, glaube ich, Bloons City 6 musste ich komplett neu installieren. Und ich hatte von meinem Speicherstand gar nichts mehr, Leute. Gar nichts. Und ihr wisst gar nicht, wie mich das gestört hat. Das hat mich so abgefuckt, ehrlich. Ich war echt traurig danach. So, ich mache noch einen Obi noch hier hin. Den skillen wir natürlich. Einfach aus Prinzip, dass wir dann da einfach ein bisschen Support haben. Ist krank. Der Obi ist einfach übel. Einer der heftigsten Helden. Kann man so sagen. Was ist eigentlich euer Lieblingsheld? Meiner ist auf jeden Fall Obi. Okay. Der ist wieder Stufenaufstieg, alter Schwede. Das ist krank. Guck mal, wie die supporten. Guck mal, wie heftig das ist. Das ist einfach so übel. Ey, Leute, wir sind schon Level... Ey, wir sind schon Runde 121, Mann. Das ist krank. Ey, Leute, es geht echt nur darum... Ich habe nur eine Plantage, Leute. Ich habe nur eine Plantage, einen Obi und einen Ninja-Affen. Ich habe nicht mehr. Ich habe einfach nicht mehr. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Gibt überhaupt keinen Sinn. Das ist so krass einfach, ehrlich. Also, was ist da bitte falsch? Das ist so krank. Ich kann jetzt wieder hier Bananenplantagen gleich wieder skillen. Mach ich auch gleich. Ich könnte jetzt theoretisch noch einen. Boah, das ist so heftig. Awesome. Das ist ja, guck mal, das ist ja schon mal eine der besten Kombinationen, die man bei Bloons City 6 nutzen kann, oder? Guckt euch mal an. Wir machen jetzt gerade, wir gehen jetzt ganz normal gerade, wenn es geht, wenn wir es schaffen natürlich. Irgendwie auf Level, auf Runde 140 kommen wir irgendwie zu. Ohne dass wir uns groß bemühen müssen. Nur mit unserer Plantage, die ich jetzt natürlich hier übelst gepimpt habe, logischerweise. Krank. Ich könnte natürlich jetzt noch ein Shuriken machen und so. Das gibt's doch nicht, wie stark. Wie stark. Und der macht einfach... Und der greift auch einfach mal so eben auch die sogenannten Keramikbloons einfach. Zerstört er einfach. Ey, das Obin ist einfach krank. So, wartet mal. Jetzt werde ich die nochmal skillen. So, jetzt hört gut zu. Seht ihr das? Jetzt macht er 5 Shuriken, ja? 5 Shuriken. Okay, jetzt ist vorbei. Guckt euch da, wie er die auseinander nimmt. Ist krank. Das ist krank. Absolut krank, Leute. Das ist so heftig. So, und jetzt, ich werde auch noch den machen, liebe Freunde. Ich werde hier zack, zack. So, maximal Upgrades hier. Zack, 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 zack. Und dann werdet ihr euch mal sehen. Stellt euch mal vor, ich mache jetzt noch einen von den Shuriken. Dann haben wir 10. 10. Dann haben wir 10 Shuriken, die da herumherfliegen. Wir können natürlich Obi nochmal skillen. Oh, Brombeeren lassen 100 Bloons platzen. Können wir eigentlich machen, komm. Einfach 100 Bloons platzen lassen. Achtet jetzt, ich zeige euch jetzt noch was. Das ist so krank. Ich habe jetzt noch einen Ninja-Affen gemacht, ne? Passt auf. So, ich habe den jetzt gemacht, ne? Jetzt wird's heftig. Und den werde ich auch noch die ganze Zeit oben skillen. Die ganze Zeit oben skillen. Jetzt passt auf. Zack, 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 zack. So, jetzt sind 2 jetzt. Viel Spaß beim Durchkommen. Ist krank. Einfach krank. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist so stark einfach.
Das ist so... Ey, guckt euch, das ist eine ganz leichte Kombi-Kombi, was ich hier gerade mache, Leute. Das ist keine schwierige Kombi, ne? Nur zur Info. Wahnsinn. Zack, 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 zack. Auch die Keramikplunz, die platzen einfach. Die platzen. Und jetzt stellt euch mal vor, ich mache jetzt noch Affendorf dahin. Das ist krank. Also, jetzt mal Affendorf, komm. Diese Kombi ist einfach absolut gestört. Ohne Witz, das ist doch geistig gestört, diese Kombi. Diese Kombi ist wirklich gestört, Leute. Ja, die können sie. Ich könnte es vergessen, Leute. Ihr braucht gar nicht. Boah. Leute, das ist so krank, ehrlich. Diese Kombination. Ey, Leute, diese Kombination ist einfach nur komplett bescheuert. Ehrlich jetzt. Alter Falter, das ist so krank. Wir machen mal weiter. Mal gucken, wie weit ich komme. Ey, was, für eine, was ist das für eine Kombi? Ich werde jetzt nochmal hier skillen, zack. Ich sag's euch ganz ehrlich, Affenradius ist krank. Affenradius ist krank. Und ich werde jetzt auch nochmal Wachstumsblocker machen. Oder nee, das lasse ich jetzt mal so. Ich könnte jetzt theoretisch noch eine Bananenplantage hier so hinmachen. Wir müssen ja auch an uns denken, so ein bisschen, ne? An unsere Wirtschaft. Ohne eine gute Wirtschaft geht nichts. Zack. So. Wir können sonst so viel machen. Ist krank. Ich habe jetzt schon gleich wieder 2000 Dollars voll, Leute. Das ist so krank, ehrlich. Das ist so krank. Ich liebe Ninja-Affen. Ich sage euch das offen und ehrlich. Ja, mach jetzt noch hier so einen dritten hin. Passt auf. Auch Shuriken. Vorbei. 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 Einfach vorbei, ganz ehrlich. Guckt euch mal an, was für eine kranke Kombi, Leute. Das ist die ultimative Obi-Kombi, meiner Meinung nach. Das ist sowas von gestört, ohne Witz jetzt. Das ist geistig gestört, Leute, ehrlich. Das ist auch absolut gestört, oder? Boah, jetzt gleich noch hier Obi, zack. Eiskalt Obi nochmal so übelst gepimpt. Krank. So. Das ist geistig gestört. Das ist die ultimative Obi-Skillung, Leute. Alles andere ist Unsinn. Kommen gar nicht so schnell durch, weil wir so gut sind. Was ist das bitte? Stell dir mal vor, ich mache jetzt noch mehr solcher Shurikens, Leute. Noch mehr solche Shurikens. Alter, was ist das für eine kranke Scheiße? Jetzt mal ohne Witz. Was ist das für eine kranke Scheiße hier? Wie heftig stark die sind, Alter. Ohne Witz jetzt. Boah, ey. Wie krank. Die sind sowas von OP. Boah, ey. Wir haben noch keine Chance. Ganz ehrlich, Leute. Das war wirklich für mich persönlich, ja, etwas, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Also die ultimative Obi-Kombo mit unseren Ninja-Affen. Übel stark. Ich habe echt sogar Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob man es sieht, weil ich das so krass finde. Falls euch das Video gefallen hat, würde mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode und bis dahin, ciao.